Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA The Journey Champions mit dem Rückspiel gegen den FC Bayern München mit Danny Williams. Ja, 2-1 das Hinspiel verloren, bedeutet für uns jetzt natürlich, dass wir das Spiel gewinnen müssen und wir müssen vor allem 2 Tore schießen. Puh, Leute, das könnte natürlich schwierig werden. Ich bin nervös. So ein bisschen jedenfalls. Ich will es ja nicht vermasseln. Rückspiel im UEFA Champions League Viertelfinale. Wir freuen Ihr uns wisst, auf Champions League eine immer direkt weg. hoffentlich richtig interessante Jetzt Partie. gibt's wieder Wir, das sind Wolf Fuß und die Frank böse, Buschmann, und böse ich glaube, Gamer. dass es richtig spannend wird. Los geht's. Intensiv, wie man das auf der UEFA Champions League kennt. Heute sehen wir Bayern Ja. München gegen Schöner Ball gewinnen. Liverpool. Shit. So gehen es die Bayern Das also ärgert heute mich. an. Das ärgert Klassisch mich. sieht das aus, ihre Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2. Robben! Kein guter Also ein Abschluss hier. frühes Tor würde sicher nicht schaden. Williams. Super Williams. Pass! Guter Steilpass. Super gemacht von der Williams. Williams. 1-0 der Und Williams. Tor! Und Da jetzt ist wird das es möglich. Noch 1-0. ein Tor, dann packen Sie Bedeutet das noch. jetzt noch ein Tor und wir sind durch. Ein Tor und wir sind durch. Und ich sitze gerade auf einer Clementine. Na super. Mein Arsch Das ist Tor war nass ganz von einer wichtig. Hier ist jetzt wieder Clementine. alles offen. Ja, Ekelhaft. nach I. Addition beider Wer hat Ergebnisse überhaupt unter steht es meine so Decke gelegt? unentschieden. Das wird noch mal richtig spannend. So kalt schon wieder. Dass So, ich mir da hätten gedacht wir habe, also das okay. 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Machst du deine Füßchen mal schön in die Decke rein? Hummels. Was war Und passiert? Thiago. Da ist der Clementine. Ich ist nicht wahr. Griezmann am Ball. Jetzt die Bayern im Angriff. Wenn die Bayern ein Tor schießen, ändert das nichts an der Situation. Wir müssen immer Fabinho. noch dann ein Tor Da schießen. verliert er den Ball. Nur Jetzt mit müssen dem Sie 2-0 aufpassen. sind wir weiter. Mit dem Ribéry. 2 zu 1 geht's Robben. in die Leber. Feldlinie. Macht er ihn. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Jetzt Super. Williams. Jetzt vielleicht die Chance für Ah den Mann, nee, Konter. der ist schneller. Der ist schneller als Kimmich. Liverpooler Platz. Finde Da ich kann sich was entwickeln. super. Achtung jetzt. Nein! Schön geklärt da von Mats Hummels. Schade, schade, Kann er schade, weit einwerfen? schade. Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Williams. Und jetzt ein Schuss. Abgefälscht! Ecke Liverpool. Richtig gute Chance. Aber Liverpool Jetzt die macht Druck. Ecke. Mané, die Wir Chance. machen Druck Den Ball kann und sofort Hummels drüber. blocken. Und noch eine Ecke. Nächste. Da kommt die Ecke. Virgil van Geht Dijk. auf einen im Kopf. Da können Sie erstmal klären. Alter, was macht er denn Wenn da? so Was ein war Ball das denn? hineingeht, steht das Stadion im Was Kopf. war das Aber wenn denn? dann Sonnending dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Und Thiago. Rodriguez. Naby Keita. Mané. Er feiert Mann, heute die seinen macht ein richtig Geburtstag. gutes Spiel. Oh, jetzt hängt er aber fest. Kam jetzt Rodriguez jetzt. Robben. Pass von Robben. Antoine Griezmann. Nein. Den Ball hat er. Ganz souverän. Okay, was macht er da? Wir machen die Bayern wieder stark. Finde ich nicht gut. Klasse Genau Aktion, mit Ball ist solchen weg. Aktionen. Und jetzt Das ist gut Lewandowski. gespielt, das ist Und da gut ist der Ball gespielt. wieder weg. Jetzt Salah. Hat sich ein bisschen schon Und beschert. das ist der Man Ballverlust. sowas. Okay, es ist noch nicht das Spiel von Salah. Vielleicht kommt es ja noch. Schwache Aktion, Ballverlust. Jetzt ein richtig guter Ballgewinn. Tolles Zuspiel. Jetzt eine gute Flanke. Williams. Da trennt er ihn fair vom Ball. Fängt diesen Zu Ball ab. kompliziert. Lewandowski. Ribéry. Und die Bayern sind nervös. Ein Tor ein bisschen weiter. Und jetzt Alaba. Der weite Ball soll zu Robben gehen. Muss Ecke geben.
shit, Mann. Los, Leute. Reißt so, euch die zusammen. Kurze Variante. Ich will hier weiterkommen. Thiago. Robin. Flanke jetzt von Ribéry. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Ich habe kein Problem zu verlieren. Aber ich möchte Liverpool, auch den Story von Danny zeigen. Da will ich hier unbedingt weiterkommen. Ja, was ist das hier für eine Aufbruchstimmung, nicht, dass es jetzt schon endet mit Danny. Das Team übernommen hat. Und natürlich kann der Mann auch keine Wunder vollbringen. Champions League im VfB Stuttgart haben es ja gezeigt. Das Finale haben wir verloren und dann habe ich natürlich auch die Niederlage drin gelassen. Wenn wir verlieren, sind wir raus. Wie beim richtigen Fußball Sportgeist muss es immer gehen. Wichtige Szene jetzt. Eckball, können Sie nachlegen? Bei der Ecke hoffen die Fans auf den Ausgleich. Ich hätte es ja auch so rendern können, dass ich gewinne. Hummels! Fängt euch an. Super Chance. Ich versuche so wenig wie möglich Cuts drinnen zu haben. Naby Keita. Weil es einfach authentischer wird. In diesem vierten Finalrückspiel. Und es ist alles offen. Ein Tor, wir sind weiter. Durchgang 2 kann losgehen. Bislang ist das hier ein Viertelfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League, das niemanden enttäuscht. Gut aufgepasst Alter, vom Verteidiger. Was ein Ballverlust. Was für ein guter Ballgewinn. Mohamed Salah. Klein. Naby Keita. Sie passen den Ball gut, aber jetzt gut vielleicht. Was für eine unglaubliche Parade. Nee. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Das ärgert mich etwas, der Ball nicht. Die Szene drin eben. Also den Ball muss er erstmal halten. Hat er klasse gemacht. Ja. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Also der muss. Er hat den Ausgleich gemacht. Das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Bis jetzt macht Danny ja ein gutes Spiel. Jetzt die Flanke in die Mitte vielleicht. Jorginho. Aber wir bleiben am Ball. Naby Keita. Mohamed Salah. Super gemacht von Salah. Schade. Okay, es gibt irgendwo für die, wenn man es Liverpooler fällt, Platz. Jetzt kann er flanken. Naby Keita. Und jetzt. Danny allein von. Naja. Elfmeter. Das gibt's doch nicht. Der wird weggecheckt. Der wird weggecheckt. Und Lewandowski. Okay, wir bleiben aber dran. Das könnte gefährlich werden. Wieder gestoppt Gnabry worden im letzten Moment. Thiago. Aber das war jetzt für mich jetzt gerade ein Elfmeter. Weil wir sind beim Schuss und werden einfach weggedrückt und weggecheckt. Das hat mit Körpereinsatz weniger zu tun tatsächlich. War richtig Williams gut von Salah. Ich liebe den. Er spielt richtig stark. Ja, Danny, jetzt darfst du die Bälle nicht mehr verlieren. Jetzt. Robin. Ist die Zeit gekommen, wo jeder Angriff, der nicht reingeht, Kräfte kostet und schlecht ist. Ja, genau das nämlich. Das ist halt, dass Danny sein Problem ist, halt kein Weltklasse-Spieler, da springen die Bälle dann doch ein bisschen weiter weg. Jorginho Wijnaldum. Schönes Zuspiel. Ja! Nein, Pfosten! Willst du mich verarschen? Ärgerlich, dieser Alu-Treffer eben, damit hätten sie die Führung aus. So ein richtig schöner Hammer. Aber er geht mal nicht rein. Bleib aber weiterhin am Ball. Klasse Zuspiel. Jetzt Salah. Jetzt aber. 2-0! 2-0 Liverpool. Und wenn wir jetzt das Ding runterspielen, sind wir weiter. Und es ist hochverdient. Es ist hochverdient. Da machst du als komm, Torwart natürlich komm, nichts komm aus der Entfernung. Nee, das stimmt. Kein Vorwurf. Nice. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Regulär jetzt versuchen, das Ding zu halten. Ich meine, wenn man 1-2 kassieren, sind wir nicht draußen, sondern jetzt in der Verlängerung. Wir haben jetzt unsere zwei Tore gemacht. Wir haben unsere zwei Tore. Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Genau, James verlässt den Platz und Leon Goretzka kommt für ihn rein. Leon und der wird jetzt direkt Goretzka versuchen, neue Impulse zu setzen. Der Formkarte ist richtig geil. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Antoine Griezmann. Goretzka! Goretzka!
Okay. Einwurf. Und noch 10 Minuten. Jetzt wird er jetzt ausgewechselt, nur noch den Ball halten. Das war heute eine überzeugende Vorstellung. Salah geht runter. Heißt, ab jetzt wird gemauert. Wenn unser schneller Mann weg ist. Boah, Robben mit dem Hammer. Die Bayern mit der Ecke. Das Ding direkt genommen. Zum Glück direkt auf den Tormann. So. Wenn wir jetzt das Ding hier rausbekommen. So, Ecke kommt. Dann sieht es gut aus. Bayern gibt jetzt natürlich alles. Sehr gut. Und jetzt auf Zeit spielen. Oh, so nicht. So auch nicht. Shaqiri ist jetzt. Vier Minuten sind noch zu absolvieren hier. Shaqiri ist ja für Salah gekommen. Ex-Bayern-Spieler. Shaqiri im Abseits. Shit, Mann. 88. Minute. Ein neuer Mann macht sich bereit. Jürgen Klopp. Nächster Wechsel. Wir versuchen ein bisschen die Zeit runterzubekommen. Mit Wechsel und vielleicht auch mit einem taktischen Foul. Den kriegt der Torwart. Torwart macht den Ball schnell. Ich hätte jetzt auch ein bisschen mit Torwart auf Zeit spielen können. Und das ist ein Foul. Das ist ein Foul, Schiri. Also wenn das kein Foul ist, wenn ich versuche durchzulaufen, er mich dann wegschubst. Goretzka. Ich weiß nicht. Kimmich. Okay. Antoine Griezmann. Die Möglichkeit zu flanken. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Gibt Eckball natürlich nochmal gefährlich. Letzte hier. Chance. Eckball. Das Stadion steht. Der Ball ist weg. Jetzt Danny. Einmal jetzt umhauen. Gut, weg mit dem Ball. Ja! Das war's. Yes, im Rückspiel im Viertelfinale der UEFA Champions League. Freude bei Danny Williams und seinen Kollegen. Sie stehen im Halbfinale. Sie haben die Bayern aus dem Wettbewerb geworfen. Und das musst du erstmal schaffen. Riesenleistung. Auch heute wieder ein sehr, sehr guter Auftritt. Und in dieser Form ist noch eine Menge drin in diesem Wettbewerb. Da muss das Halbfinale noch nicht Schluss sein. Jawohl. Bayern ist draußen, Liverpool weiter. Bei mir steht jetzt der Spieler des Tages, Danny Williams. Wie er sich freut. Ja, ich meine, die Auszeichnung ist super, aber mein Dank gilt einfach den Mitspielern, die haben das auch verdient. Ich meine, Spieler des Tages zu sein, ist ein kleiner Extra-Bonus, aber es liegt einfach an den Vorlagen, die ich jede Woche bekomme. Sie sagen es. Danke fürs Interview. Ja, kein Problem, Mann, gerne. Aber der gleiche Typ, der mal gesagt hat, wie ist es, nur auf der Bank zu sitzen? Ah, ich bin so happy, dass wir das Ding gewonnen haben. Dann geht's nächste Folge mit Alex Hunter weiter. Okay. Wir brauchen noch 2 Skillpunkte für Anspielstation. Sollten wir hinbekommen, oder? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ah, ich bin so happy, dass wir das Ding gewonnen haben. Aber wir sind nur Dritter in der Liga. Ein Punkt hinter Manchester United. 4 Spiele vor Schluss. Das könnte spannend werden um die Meisterschaft. Sogar Manchester City ist nur 2 Punkte dahinter. Chelsea ist Fünfter mit 7 Punkten Rückstand. Das könnte schwierig werden. Ich glaube, das wird nichts mehr für die. Arsenal nur 7. Was ist da los? Cardiff, Fulham und Bournemouth werden aufgestiegen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.